Adventure Southside, 28. Juli 2022, ein Scania V8, der wirklich sehr schön ist. Da drin ist eine ganze Familie. Hallo, ich grüße dich. Du bist der? Martin. Hallo Martin, ja, die Kinder sind lange gefahren. Wie viele Stunden seid ihr gefahren? 7 Stunden. Da war viel Stau am Weg und letzte Nacht waren wir in Remagen. In Remagen? Ja, 2 Tage. Und heute sind wir weitergefahren. Dann hatte ich gedacht, vielleicht in einem Tag, aber das war ein bisschen zu lange. Wenn du mir mal sagst, ungefähr das Gewicht von dem Fahrrad, was wiegt das? 14 Tonnen. Nein, hier von dem Fahrrad, von dem kleinen Fahrrad. Von dem kleinen? Ah, da weiß ich nicht. Ungefähr so 6, 8 Kilo? Ja, meistens. So, denn ich zeig mal gerade was. Du hast hinten dran, hast du nämlich eine Bühne, die kann etwas mehr wie 6 Kilo, oder? Ja, natürlich. Jetzt sind die Fahrräder daran, aber wir wollen ein Motorfahrrad kaufen davor. Motorrad wollt ihr kaufen? Okay. Das ist da drauf. Es ist ein wunderschönes Fahrzeug. Ist es nagelneu? Ist es neu? Nagelneu, eine Woche alt. Eine Woche alt? Ja. Das ist quasi die erste Fahrt, so kann man sagen? Nein, das ist unsere zweite. Die zweite Fahrt. Aber was ist das denn für ein Hund? Ein Rottweiler. Ja. Ist der lieb? Ja, sehr lieb. Darf ich ihn mal sehen, wenn du mal rufst? Wie heißt er? Nein. Tor, kommst du? Oh, ist der goldig? Ja. Ist ein Junge? Ist ein Junge, ja. Okay. Der ist auch neu, nagelneu? Nein, ist 5 Jahre alt. 5 Jahre alt. Ja. Wichtig ist ja mit so einem Hund, wenn man fährt, man braucht genug Platz, oder? Ja, der Box ist ganz für ihn. Okay, wir können uns das gleich mal anschauen. Ja. Du hast lange drauf gewartet. Wie lange war die Bauzeit? Alles zusammen, die ersten Gespräche davor und die ersten Ideen. Vielleicht alles zusammen 2 Jahre. 2 Jahre? Ja. So, und dann kam er. Du warst ziemlich aufgeregt, oder? Als du ihn bekommen hast, du warst ziemlich aufgeregt, oder? Ja, natürlich. Was war das Schönste? Das heißt, du konntest nicht mehr schlafen oder ging's? Na, aber es ist unser zweites Fahrzeug. Ja. Und aber der erste war gut. Wenn du ein Fahrzeug hatte, hast du viele Ideen für ein neues Fahrzeug. Ja. Und das ist alles. Alles geht das alles. Ist jetzt praktisch alles integriert, was du wolltest? Ja. Ist das hier nicht ein bisschen zu hoch oder geht das zum Ausladen? Das klappt gut, oder? Na, schon gut. Aber ein kleiner Lader. Also eine kleine Lader mit dabei. Weil die meisten können ich einfach reichen. Ja. Du hast Stauboxen mit dabei. Das heißt, ihr fahrt damit auch ins Gelände rein? Also ja, ihr steht meistens frei, oder? Ja, das wollen wir, ja. Wohin wollt ihr fahren? Wir sind in 2019 sind wir nach Beijing gefahren. China. Nach China? Ja. Da sind wir 9 Monate gefahren. So nach Tibet und Iran und Tadschikistan und anders. Okay. Und jetzt wollten wir nach Amerika. Nach Amerika? Ja, nach 6 Jahren. Und wo dahin? Nach Amerika? Na, der Pan-American-Route. Komplett? Ja. Okay. Ja, 2 Jahre, hoffen wir. Okay, das heißt, ich nehme an, du bist schon fertig mit der Arbeit im Leben? Ja, genug Arbeit. Ja. Genug gearbeitet? Ja, ich okay. Doch, ja. Ich nehme an, du warst selbstständig, oder? Ja, war ich. Okay. So, es hat eine große Tour mit dabei. Das heißt, ich kann das hier wahrscheinlich abnehmen, oder ist das nicht notwendig? Ja. Doch, man kann es abnehmen? Ja. Das ist notwendig für die holländische Zulassung. Ja. Aber wenn wir ja aus Europa sind, gehen wir das auf. Stark, da vorne ist ein Luftschiff. Ja, hast du ja gesehen? Die fahren hier ganz tief. Ja, Zeppelin. Zeppelin. Glaube ich, wir sind in Friedrichshafen. Ja. Es ist ein wunderschönes Auto. Die Farbe, es hat gebaut, Twiga, das ist eine Firma aus den Niederlanden, oder? Ja, stimmt. Audi. Ja. So, kommen wir mal aufs Basisfahrzeug. Hier vorne drauf. Wenn man das Ganze sieht, die Breite sind 2,50 Meter. Was hast du? Was? Die Breite 2,50 Meter, ja. 2,50 Meter Breite. Ist es das neueste Fahrgestell von Scania? Ja, stimmt. Ist wahnsinnig schön, oder? Ja, das stimmt. Ja, 4x4, ein V8, ja. Etwa 600 PS. 600 PS? Ja. Und der geht gut? Ja, der geht sehr gut. Nehmen wir genügend PS, ja? So, ich zeig mal gerade hier vorne drauf. Als ihr da wart, ihr wart ja 2 Jahre unterwegs bis nach China. Ist schon länger her? Nein, wir waren 9 Monate. 9 Monate? Ja, und die nächste Fahrt, dann Pan-American-Route? 2 Jahre. Wir hoffen 2 Jahre, ja. 2 Jahre, so. War da irgendwas auf der Route in China, wo ihr ein kleines bisschen Angst bekommen habt? Oder ging alles reibungslos? War da der Hund mit uns. Der Hund? Ja. Okay. Nehmen wir Probleme mit dem Hund. Ach so? Ja. Also mit Hund ist es? Nein, mit Hund, der Leute haben Angst nach Zug gekommen. Ach so, da kommt niemand? Oder? Nein, kommt niemand. Ist das gut oder schlecht, wenn man Hund hat? Nein. Ist gut für die Kinder. in China, die Leute wollen immer die Kinder festhalten. Ja. Und, passt auf, oder? Ja.
Der sieht aber auch ganz schön gefährlich aus. Der ist aber lieb, Familienhund. Ja, sehr, sehr lieb. Er sucht die Kinder jetzt. Er sucht die Kinder? Ja, er sucht. Okay. Ja. So, wir schauen uns das Ganze mal an der Seite. Da passen jetzt insgesamt 4 Personen rein, oder? Ja, ja, 4 Personen. Vier Plätze im Kabin, ja. Und 4 in Schlaf, in der Box. So, wir schauen uns das mal an. Ich bin schon ziemlich aufgeregt, weil wir werden morgen bei Tiger mal reinschauen. Ja, die, ja. Die bauen richtig tolle Fahrzeuge, oder? Ja, 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 sicherlich. Und für einen billigen Preis. Was heißt billig? Ist alles bezahlbar. Alles zusammen? Ja, ja, ungefähr. Wie viel? Na, viel. Okay, sehr viel. Gut. Ja, ja, ja. Ich zieh mal die Schuhe aus, oder geht's? Ja, bitte. Ja, mache ich. So, ziehen wir mal die Schuhe aus. Gehen wir mal vorsichtig rein. Ja. So, der Hund ist drin. Ach, du hast alles hier in ganz moderner Ausstattung gemacht? Ja, ja, ja. Ja, ja. Das möchten wir. Kein Holz? Ja, kein Holz. Wir sind zu jung dafür. So, ich zeig das mal gerade. Das ist die große Schlafwiese. Das heißt, da schlafen noch die Kinder? Die schlafen eben hier. In der Kabine haben wir ein Doppelbett. Ja. Die schlafen die Kinder. Echt? Ja, ja. Okay, das heißt, die schlafen komplett getrennt. Ja. Ich nehme an, du hast ja auch eine Klimaanlage drin? Oder? Ja, ja, Klimaanlage und eine Max-Fan. Und hinter der ist die Klimaanlage. Da ist die Klimaanlage drin, falls es mal sehr heiß werden sollte, oder? Ja, man muss sehr extrem heiß werden, anders brauchen wir es nicht. Ihr habt natürlich Solar, habt ihr hier an Bord. Das heißt, also ihr könnt die Klimaanlage mit Solar betreiben, geht das? Ja, ganz einfach, weil wir genug für die Solaranlage. So, die Fenster, das sieht ziemlich sicher aus. Ja. Das KCT outbound. Oder was habt ihr genommen? Outbound. Outbound. Ja. Outbound. Okay. Ja, ja. Sehr cool. Ich bin gerade mal am Schauen. Ja, ist jedes Fahrzeug ein bisschen anders. Ihr habt einen großen Tisch mit dabei. Was ist das für ein Holz hier drauf, Teak? Na ja, ja, ja. Aber es ist noch nicht ganz fertig. Wir haben noch ein bisschen extra von dieses Holz. Und dann würde eine kleine, wie sagt man das, eine Treppe? Ja, Treppe. Ja, die kommt hier noch eine kleine Treppe, um hier durch zu gehen. Und die Kinder, die können wahrscheinlich nicht hochfliegen, oder? Nein, 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 nein. Nein, das machen die nicht. So, das ist der Durchstieg. Das heißt, also hier in der Fahrerkabine hast du ein Doppelbett mit drin. Ja, ja, das stimmt. Und es ist die Dusche mit Bad. Achso, du kannst durchgucken. Ja. Spannend. Ja, das Wichtige ist ja, wenn ihr jetzt fahrt nach Amerika, die Amerikaner, geht ihr dann aufs Schiff drauf? Oder, ja, ja, aufs Schiff. Ja. Ab wo fahrt ihr denn los? Ja, Bremen oder in Belgien, Seebrugge. Okay. Ja, ja. In Seebrücke geht's los? Nach Halifax. Nach Halifax. Ja, da wollen wir. Ja. Okay, und dann geht's durch im Prinzip ganz Amerika, ist Kanada, ja, ja, alles komplett. Ja. Und wo ist ungefähr das Ende der Reise? Patagonien. Patagonien? Ja. Ganz unten? Ganz unten, ja. Chile, okay. Argentinien. So, ihr habt eine komplette Küche habt ihr mit dabei? Ja, ja. Spülmaschine auch? Ne? Eine Spülmaschine habt ihr auch? Nein, nein, nein. Keine habt ihr keine Spülmaschine? Aber eine Waschmaschine für die Kleider. Gut, die Waschmaschine ist mit dabei. Ja, jetzt ist es ein bisschen dreckig. Es ist überhaupt kein Problem. Ja, ja. Ist Vitrifrigo habt ihr drin? Ja, ja. Also so aus dem Bootsbau? Ja, 2 von Frier. Ja. Ja, 2-mal. Okay. Ja, für die Kinder. Eis. Eis. Ja, ja. Für die Kinder und den Papa. Wieso ganz stark? Für die Papa, Heineke. Da steht das Heineke. Ja, 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 da steht der Heineke. Und das ist für die Frau, die Weine. Das ist uns sehr, sehr bekannt. Schokomel. Bitte nicht kaufen, es schmeckt sehr gut. Ja, 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 zu gut. Das Bad, darf ich mal das Bad sehen? Ist das groß, das Bad? Hier das Bad? Badezimmer. Ja, ja, ja. Das ja. Boah, ist das schön hier. Ja, ja, ja. Aber das mit dem Schwarzen, das ist eine gute Entscheidung gewesen, oder? Ja, das Das so modern zu machen. Ja, wir lieben es. Ich guck mal gerade die Toilette. Und hier, hier gibt es das Waschmaschine. So, eine Deo. Ja. Mit Trocknen. Das heißt, die kann wahrscheinlich auch trocknen oder kann ich trocknen? Ja, ja, kann trocknen. Ja. Okay, die große Version. 2,5 Kilo. 3 Kilo. Langt für die meisten Sachen. So, dann natürlich auch Beschläge aus dem Schiffsbau. Du hast einen richtigen Herd hier mit drin, mit dem du alles machen kannst. Ja, ich bin begeistert. Und es soll ungefähr wann losgehen auf der Reise? Was denkst du? Nächste Jahre. Okay. No, ja, 2023. 2023? Ja, ja. Nächstes Jahr? Nächstes Jahr, ja. Okay. 2 Jahre? Ja, hoffen wir. Ja. Okay, sehr schön. Ja, ich habe keine Fragen mehr. Also, wir sind auf der Adventure Southside und das Ganze ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ich bin mal sehr gespannt, was die Leute draußen haben möchten. Das Ganze steht natürlich auf Victron Energy. Ihr habt eine Standheizung von Webasto, die hier drin ist. Duschen, ungefähr das Wasser. Wie viel ist an Bord Wasser? 55.
550 Liter? Ja, ja, ja. Naja, das geht ja, oder? Ja, aber in unsere Planung. Andere Trick ja. Vorher ja. War 54 und dann konnten wir 10 Tage mit. Das war wenig, oder? Ja, zu wenig. Ein bisschen mehr war besser. So, jetzt mal gucken, was gerade noch an Solaren reinkommt. Aber ich nehme an, die Batterie ist jetzt voll, oder? Ja, ist voll. Okay. Das heißt, man müsste jetzt einen Verbraucher anmachen, damit es irgendwie kommt. Victron ist mit drin. Ja. Ja, vielen, vielen Dank, Martin. Vielen Dank. Wir gehen mal kurz noch mal raus. Die Kinder sind da. Ich habe dich direkt mal abgefangen. Denn es fällt schon ziemlich auf, muss man sagen, wenn du jetzt hier mit anderen Leuten auf dem Platz draufstehst, die gucken schon, oder ein bisschen? Ja, ja, immer. Ist das schlimm, da oder geht's? Da habe ich schon ein Problem, ja. Wieder. Muss er verändern? So, er parkt jetzt mal quer ein. Ja, ja. Ich schau dir ein bisschen zu, wie du fährst. Ist das okay? Hm? Ja, ja, natürlich. Okay, super. Dann mache ich das mal gerade. Er musste nämlich noch einmal kurz umparken. Das macht er mal gerade. That's life. Ja, that's life. So, und ich hole mal gerade mein Fahrrad weg. Das heißt, er hat gesagt, ihr müsst hier stehen, oder wie? Hier so quer? Ja, op meer naar achter. Op ja. Meer naar achter. Ja, nee, maar het beste was eigenlijk zo. Ja, maar met die luifel dan? Ja, die moet dan hier. Dan zitten we. Damit auch jeder drauf passt. Martin, vielen, vielen Dank. Und noch ja. Absolut gute Reise wünsche ich dir nach Patagonien. Okay? Ja, ja. Ciao, ciao.